Jemand hat vorgeschlagen, meinen Roman in Journalistenschulen als Lehrbuch zu verwenden, weil ich darin erkläre, wie man es nicht machen soll. Die Botschaft, misstraut den Zeitungen, scheint mir absolut richtig zu sein. Ich hatte Zeitungen vor Augen, die man als Dreckschleuder bezeichnet. Ihnen geht es darum, den Gegner zu entwürdigen, indem Unterstellungen angehäuft werden und im Privatleben gestöbert wird. Das ist übrigens eine internationale Erscheinung. Denken Sie nur, niemand hat sich je mit dem Sexualleben von Kennedy beschäftigt. Dann ein bisschen mit dem Privatleben von Nixon, aber nicht mit dessen Sexualleben. Schließlich hat man versucht, Clinton zu stürzen, indem man sein Sexualleben observierte. Zunehmend hat man alles getan, um den Gegner mit einer Mischung von richtigen und falschen Informationen über das Privatleben zu zerstören. Die Suche nach der großen Story, auch das ist eine Krankheit des heutigen Journalismus. Wenn ich Ihnen während unseres Gesprächs so nebenbei erzähle, dass ich Kaffee verabscheue, und Sie nehmen aus dem gesamten Gespräch, das wir hier führen, nur diesen Satz heraus und machen daraus die Überschrift »Eco hasst Kaffee«, dann schmücken Sie sich mit einer spektakulären Notiz. Aber Sie haben nicht die Wahrheit gesagt. Denn wir haben über ganz andere Sachen gesprochen. Es wurde nur ein Detail herausgegriffen, mit dem man Aufsehen erregen kann. So erzeugt man Sensationsnachrichten. Ich zitiere ein Ereignis, das mir persönlich passiert ist. Eine Zeitung, die mir nicht gewogen ist, hat in einem Artikel Folgendes gemeldet. Professor Eco wurde in einem chinesischen Restaurant mit einem Unbekannten gesehen und sie aßen mit Stäbchen. Die Gestaltung dieser Nachricht erzeugte, zumindest für den unbedarften, naiven Leser, der vielleicht auf dem Lande wohnt, wo es keine chinesischen Restaurants gibt, einen Hauch von Dr. Fu Manchu, von einer Art chinesischen Verschwörung. Es entstand der Schatten eines Verdachts. So kann man zum Beispiel ein wahres Ereignis so lancieren, dass der Verdacht entsteht, jemand habe seine Großmutter ermordet und man hat sogar die Wahrheit gesagt. Im Grunde sind Krimis die Bücher mit dem größten Realitätsgehalt. Sie erzählen uns von Menschen, die töten. Das ist ja pure Realität. Außerdem sind sie immer von der Frage getrieben, wer hat Schuld? Das ist genau der Punkt, von dem all die Verschwörungstheorien ausgehen, aber auch die Religionen. Wer hat die Welt erschaffen? Wer hat das alles gemacht?